Ich bin Onur, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Nemanja, ich bin 23 Jahre alt und spiele bei Teutonia Uelzen in der ersten Herren. Ich habe angefangen, da war ich 5 Jahre alt. Fußball war bei uns in der Familie schon immer ein Teil. Einerseits ist es halt einfach ein Sport, der einen fit hält. Man kann vielfältig sein, man kann ein Spielertyp sein, der, sag ich mal, viel läuft, mit dem Kampf kommt. Man kann einer sein, der am Ball alles drauf hat und die Menschen verzaubert. Und weiß ich, das sind einfach dann immer Momente, wenn man dann einen aussteigen lässt oder mal aufs Tor schießt, der Ball haut oben rechts in den Winkel. Weiß ich, da kommen einfach Emotionen hoch. Zum einen vermisse ich so ein Stück weit die Tagesstruktur aufgrund von Corona. Dementsprechend vermisse ich einfach so ein Stück weit den gewöhnlichen Alltag. Fußball mit der Mannschaft können wir nicht trainieren, im Fitnessstudio nicht. Von daher müssen wir das, was alles wegfällt, müssen wir irgendwie kompensieren. Auf der anderen Seite bietet es mir jetzt zum Beispiel die Chance, mit meinem Kollegen Onur ganz, ganz viel Sport zu machen. Sich auf die Sachen eigentlich so ein bisschen zu besinnen, die man im stressigen Alltag vergisst. Es entschleunigt enorm. Dementsprechend sehe ich das nicht nur als Einschränkung, sondern auch als Chance, wirklich bei sich zu sein und etwas für sich zu machen. Da stehen uns die Geräte zur Verfügung, da steht uns Teutonia zur Verfügung und auch unsere Sponsoren. Von daher haben wir alles, was man braucht, um sich in jedem Bereich fit zu halten. Sei es Ausdauer, sei es Krafttraining, sei es koordinativ. Also eigentlich alles, was man braucht, um so gut durchtrainiert zu sein wie nur möglich. Natürlich vermisse ich meine Jungs, mit denen man einfach sehr, sehr viel Zeit verbringt in einer Woche. Aber jetzt geht es nicht um das individuelle Befinden, sondern einfach um das Große und Ganze, sodass man seine eigenen Bedürfnisse ein Stück weit zurückstellen muss, aus solidarischen Gründen. Von daher ist es in Ordnung, es ist schwer, aber wenn man das Große und Ganze sieht, wird es sich lohnen. Ich vermisse es einfach, wenn man dann beim Training ist. Man hört die Leute schreien, man pusht sich, man spielt einfach zusammen Fußball. Und selbst wenn man dann im Training mal einen umgehauen hat und der sauer auf einen ist, nach dem Training sitzt man dann zusammen in der Kabine, man unterhält sich, man trinkt zusammen mal ein Bier, man kann auch was Alkoholfreies trinken, so ist es nicht, man wird nicht gezogen. Nee. Aber es ist einfach schön, denn in der Gesellschaft von allen Mitspielern. Dann darauf hoffen, dass es irgendwann wieder losgeht, ne? Und darauf freuen wir uns schon sehr. Das merkt man auch immer in unserer WhatsApp-Gruppe, dass alle heiß sind, dass alle es kaum erwarten können, kaum Geduld haben, ne? Weil, wie gesagt, wenn man so lange oder so oft trainiert, dann ist es schwierig, stillzuhalten.